mit dieser geilen Partystimmung beginnen wir hier heute unseren Part bei Landwirtschaft Simulator 2017. Mal wieder hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich habe gerade, habe ich noch ein bisschen YouTube geschaut, bin gerade erst aus dem Bett ausgestiegen. Ja, ich weiß, Minzi hat ein schönes Leben. Wir haben es kurz vor 10. Und die Fahrzeuge sind so saumaßen dreckig, dass ich fast an der Überlegung bin, einfach mir so eine Wäsche zu holen. Ist die Musik nicht ein bisschen zu laut? Lautstärke Musik. So, ja. Halt, falsch. Doch, das geht. Müsste eigentlich funktionieren. Alles nicht laut genug. So, wir haben ja zwei Felder. Ich glaube, den müssen wir jetzt rüberfahren. Aber so kann man den doch nicht überlassen. Oh, ist das räudig. Aber ich finde das richtig geil, dass es so dreckig wird. So, ein bisschen leckt es im Hintergrund. Tut mir auch ein bisschen leid. Ja. Wie gesagt, wir kommen wieder hier. Hast doch alles hier geerntet. Das heißt... Regnet es vielleicht den nächsten Tag? Jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Welche Taste? Ne, es war ja auch hier auf Escape, glaube ich. Nee. Mensch, wo war denn das? Jetzt gebe ich hier alles durch. Nee, Saatmaschine will ich nicht. Hä? Irgendwo hatte man doch, wo sieht man den Wetterbericht? Bin ich bescheiden? Hä? Ich bin doch, hä? Okay, ich bin gerade richtig bescheuert. Das müsste ich jetzt gerade nachgoogeln, aber es ist mir jetzt relativ egal. Wir haben ja irgendwo unser Auto stehen, genau hier. Und wir haben ja hier nach und nach ein paar kleine Missionen gemacht. Wir gucken mal. Ich möchte sehr gerne... obwohl, Düngen ist natürlich auch eine geile Sache, wenn ich hier das Feld mir angucke. Weil, ja, Düngen ist eben nur fahren und Geld verdienen. Und ich würde mal sagen, das ist Ziel zu machen. Und deswegen... Oh. Das wollte ich nicht. So, Schweinemastanlage. Das ist, glaube ich, naja, Schweine werden wir uns, glaube ich, nicht zuerst holen. Die sind mir zu anstrengend. So, was haben wir hier? Wir haben Düngen mit Magnum CVX, K1G. Ich würde mal sagen, das ist ganz okay. Aber wir kriegen nur 7000 dafür. Ist aber 18 Minuten. Besser als eigentlich kein Geld. Wir starten einfach mal die ganze Mission. Und... was ich dann mal gerne gucken möchte. Ja, sogar mit zwei, also Doppelbereifung. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Doppel- und Einfachbereifung jetzt an die Landwirte unter euch? Außer dass bei der Doppelbereifung mehr kaputt geht. Was in dem Spiel irgendwie gerade nicht ist. Nee. So. Dinge anschalten ist B. Und 1. 1? Ne, 3. Oh, der wackelt ja ganz schön rum. Ha. Was ist mit dem los? Ach du Scheiße. Ja gut, wie gesagt, wir kommen hier zu Landwirtschaftssimulator. Wir hatten letztes Mal ein paar Sachen geschafft. Nebenbei könnte ich jetzt mal googeln, wie man eigentlich jetzt ans Wetter rankommt. Also da bin ich gerade richtig bescheuert. Und zwar ist es LS17 Wetter. So, bin ich mal gespannt, ob ich da was finde. Wetter in LS 2017. Ach ja. Findet man aber auch nicht viel mehr. Kurz ausfahren lassen, Dinge aus, rüberfahren, weiter Dingen und weiter geht's.
So, ich habe ja schon in anderen Projekten gesagt, ich würde mir sehr doll wünschen, wenn ihr mir mal ankommen würdet mit Spielwünschen. Ich habe jetzt noch zwei alte neue Projekte am Start, die ich jetzt bald anfange. Ich habe schon überlegt, ob ich die heute vielleicht schon sogar schon anfange. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das tust du heute noch nicht an. Muss ich sowieso noch runterladen, mir nochmal einen Account erstellen. Und ich würde aber sagen, ich würde anfangen damit, weil zwei oder drei Games von dieser Sache richtig, richtig nice sind. Ich war bei der Gamescom vor 2 Jahren gewesen, kann ich jetzt wirklich sagen. Also 2016 war ich dort gewesen und an diesem Stand habe ich eigentlich fast die meiste Zeit meines Gamescom-Zeit verbracht. Geile Bühne, sage ich nur, geile Stimmung, bestes Publikum ever. Und jetzt habe ich kurz hochgefahren, aber er hat nicht ausgeschalten, das ist sehr gut. Für einige Leute, die vielleicht meine Videos geschaut haben, man sieht es eigentlich, glaube ich, auch relativ gut, dass ich dort sehr viel Zeit verbracht habe. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt relativ schnitzpiep. Egal, wir versuchen jetzt mal nur von drinnen zu fahren, auch das, wenn das richtig schwer gehen wird. Da ich überhaupt keine Sicht habe, wo eigentlich jetzt wirklich was ist, wo ich schon gemacht habe, wo vielleicht zu weit ausgeholt ist oder sowas, sieht man ja alles leider nicht. Auch recht schön hier drinnen. Also wenn ich den Vergleich zum Innenfahrzeugen nehme, dann naja. So, also nochmal kurz zu sagen, für die Leute, die jetzt bis hierhin geguckt haben, haben sich vielleicht sogar das verdient, welche Videos kommen werden. Es sind die alten Projekte World of Tanks, World of Warship und nochmal World of Planes, was ich jetzt mal gesehen habe. Und diese Sachen werden auf meinem Kanal jetzt in nächster Zeit mal erscheinen. Geplant waren die ja sowieso. Ich möchte nur mal gucken, ob ich... So. Damit ich vielleicht ein kleines bisschen produktiver bin. Habe ich jetzt, glaube ich, zum Neujahrsvideo gesagt gehabt, ich weiß es nicht mehr. Es gab sowieso keine Leute, die das dieses Jahr groß angeguckt haben, auch wenn es eigentlich immer mein Zeigeprojekt ist, mein Vorzeigeprojekt. Da setze ich Zeit rein, da habe ich für das ganze Video, habe ich 3 Stunden gebraucht. In der nächsten Zeit werden auch die Chemie-Videos wieder kommen. Da kam das Wochenende jetzt oder kommt heute oder wie ich auch das Video benutze oder schneide, eben das Ankündigungsvideo, das Cayman wieder auf meinem Kanal kommt. Und ich sehe gerade, was das eigentlich hier für eine Arbeit machen wird, das ganze Feld zu ackern. Und das für 7000? Gut, also ich habe schon recht viel Zeit jetzt hier, oder ist recht viel geschafft, das muss man schon sagen, ja. Trotzdem. Oh. Dann habe ich schon im nächsten Video gesagt, dass ich wahrscheinlich so ein Monatsendvideo machen würde. So, was ist diesen Monat alles passiert, weil in diesem Monat ist relativ viel passiert. Wir sind das neue Jahr eingestiegen. Ich habe die Cayman Videos rausgebracht, geguckt, wie kommen die an. Ich war zu meinen Eltern zu Weihnachten. Ich war Eislaufen gewesen. Immer so nur 2-3 Minuten Videos. Mehr möchte ich auch nicht haben. Oh, hier ist sogar eine Tankanzeige. Ich möchte keinen riesen Vlog draus machen mit 15 Minuten oder sowas. Es soll einfach nur so ein kleiner, hey, das war mein Wochenende, genau. Das war mein Monat. Und das alles ist passiert. Sowas möchte ich ungefähr machen. Ist geplant. Ob das wirklich passiert, weiß ich nicht. Werden wir mal gucken. Das würde eben dann nur 12 Mal im Jahr kommen. Wäre theoretisch eigentlich machbar. Ist ja die Frage, was wird dann alles passieren. Und somit verletzt sich auch gerade meine Regel, dass ich überhaupt nicht aussteigen möchte. Aber ich möchte gerade produktiv sein. Mal eine Sache gucken. Also der Boden ist sehr uneben, aber wir können uns eigentlich halten, so wie ich das sehe.
Ja, und eben Livestreams ist die nächste Sache, da wurde ich auch schon angefragt, vielleicht kam das Wochenende jetzt ein Livestream, vielleicht aber auch nicht, muss ich selber nochmal schauen, wie die Lust und Laune, wie die Zeit ist und was ich spiele und, also Lust und Laune ist immer da. Ich habe wieder Pommes da, ich habe wieder Nuggets da, ich habe sogar mal Mayo da, dass ich mal Mayo essen kann und da bin ich jetzt schief gekommen. Weil es ist irgendwie bei mir so... Ach klar, ich habe doch am Ende... Ja, gut, okay, gut, ja. So ein bisschen das Grasding auch. Der hat ja auch gesagt, er möchte ein bisschen mehr Gras haben. So. Bin ich jetzt stehen geblieben, Livestreams, ja, kommt an welche Projekte und sowas. Da müsste man sich vielleicht nochmal überlegen. Vielleicht nochmal einen Landwirtschaftssimulator Livestream. Vielleicht kommt das ja gut an. Vielleicht ein Eurotruck. Ne, Eurotruck geht ja nicht. Das ist ja bei mir das große Problem. Eurotruck im Fenstermodus zeigt es überhaupt nicht mehr an. Und im Vollbildmodus habe ich ganz, ganz viele Vierecke mit dem gleichen Bild. Und das, ich weiß nicht, wo dieser Bug herkommt. Und nein, ich habe noch nicht OBS neu gestartet. Ich weiß auch nicht, ob das dran liegen könnte, dass ich mal OBS neu starten müsste. Man könnte es mal probieren, ja. Aber wie gesagt... Ja, kehre zum Feld zurück. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade hier eine Wendung von... bis ich nämlich viel Meter machen muss, damit ich überhaupt durchkomme. Gut, an... dann würde man das anders machen, aber... Egal, so, jetzt gehen wir hier ein bisschen mit. So. Noch eine ganz andere Sache, ich wurde jetzt angefragt, ob ich mit zu einer Travestites-Show gehe. Den Ort finde ich leider nicht, wo das ist. Neusalza, da soll das sein. Ich will nur andere Sachen, Magdeburg, Leipzig, sowas, Berlin. Es soll eine Comedy-Show sein. Ich weiß nicht, ob ich dorthin gehe. Ich weiß auch nicht, wann das ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich Zeit habe. Lustig wär's und... Ja, lustig wär's eben. So. Und vielleicht für die Leute, die mein Jahresendvideo geguckt haben. Ich habe mir weitere Gedanken für meinen Schrank gemacht. Ich würde mal sagen, mein Kumpel wird mich langsam töten wollen. So viel Ideen, wie ich habe. Geil, muss man sagen... ist es der Schrank, die Schrankidee. Ich habe vorher einen Riesenschrank gehabt, so einen richtig massiven, wo man Überbauten hatte und dort sein ganzes Zeug und hinten die ganzen Kabel verlegen. Jetzt bin ich auf das Minimale auf den Schreibtisch gelandet, mit Brett, mit meinem Namen, mit einem Schrank, mit Technik drinne, die man gut verstecken kann. Also ich habe ja ein bisschen Lichttechnik. Die Kabel versteckt und alles mögliche. Und die Ideen, muss ich sagen, sind gar nicht mal so dämlich. Ich glaube mal, mein Kumpel würde auch sagen, jo, das ist ziemlich, ziemlich nice. Wir machen ja auch immer wieder Partys, also er zu Hause bei sich. Und da könnte man sich auch was einfallen lassen. Ja, ich wollte schneller fahren. Oh, weil ich habe die Dings rausgemacht, deswegen bin ich langsamer geworden. So. Dann sind wir gleich fertig. Kriegen wir 7000 für die paar Minuten. Ne, doch, wir kriegen noch Bonus. 2000. Ich habe gesagt, ich wollte sagen, ich komme auf genau 10.000 so ungefähr, aber leider doch nicht. Aber wir haben hier eine Anhängerkupplung genug. Ja, aber ich würde mal sagen, der Part ist lang genug geworden. Ich habe euch noch mal so ein bisschen erzählt, was ich gerne machen möchte und sowas. Nächsten Part überlege ich mir etwas, was mit hier zu tun hat. Weil hier gibt es ja tausende von Sachen, also... Klar, ich werde mir jetzt vielleicht nicht gleich sowas hier holen. Ja, ich habe noch ein Ladewagenmesser. Alter. Sealermittel. Was habe ich denn hier alles für Mods drauf? Palette Setzlinge. Palette Pappelsetzlinge. Stecksitzlinge?
Alles klar. Gut, okay, ich hab's kapiert. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr interessant. Schweine werde ich nicht machen, weil das zu teuer wird. Das sieht man hier. Und wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Mann aus dem Wort. Ciao, ciao.